Im September 1990 wurde die Vereinigung der großen deutschen sozialdemokratischen Partei mit der kleinen, neu gegründeten ostdeutschen SPD dadurch vollzogen, auf dem Parteitag in Berlin, dass Willy Brandt mich als den Häuptling der ostdeutschen SPD umarmt hat und ihm dabei die Tränen kamen. Ich hatte sofort das Gefühl, das ist vielleicht schon der Höhepunkt meines ganzen politischen Lebens, das zwar gerade erst begonnen hatte, aber ich hatte gleich die Vermutung, so etwas wird sich nicht wiederholen, ein solcher starker emotionaler Moment. Wir haben ja in der DDR lebend immer nach Westen geschaut und mit der Politik, vor allem von Willy Brandt, Hoffnungen, große Hoffnungen verbunden. Seine Ost- und Entspannungspolitik, die Politik der kleinen Schritte, hatte ja das Ziel, die Beziehungen zwischen den Deutschen in Ost und West, zwischen der Bundesrepublik und der DDR aufrecht zu erhalten, zu ermöglichen, trotz der Mauer, trotz der furchtbaren Grenze. Und damals habe ich begriffen, angesichts dieser Beobachtung, was das ist, was demokratische Politik leisten sollte und was jedenfalls sozialdemokratische Politik sein muss. Etwas für Menschen tun, für die Verbesserung ihres Schicksals, für Menschen, die nicht ausreichend oder nur ganz wenig oder gar nichts für sich selber tun können. Das war Willy Brandt und ich glaube, damals bin ich innerlich Sozialdemokrat geworden, als ich das erlebt habe. Die Ost- und Entspannungspolitik war ja eine Politik in Zeiten der Zweiteilung der Welt, eines dramatischen Gegensatzes zwischen Ost und West, eines Konfliktes zwischen zwei hochgerüsteten, ideologisch hochgerüsteten, aber militärisch hochgerüsteten Systemen, der Westen, der Osten. Ich glaube, dass dieses Konzept der Ost- und Entspannungspolitik, das ja mit dem Ziel verbunden war, der Entfeindung, dass das eine Erfolgsgeschichte war. Nicht die Drohung mit Bomben oder mit Waffen hilft, sondern immer wieder der Versuch, miteinander zu reden und Feindschaften abzubauen. Das war seine tiefe Überzeugung. Die Sozialdemokratie in Deutschland wird gebraucht. Es wird gebraucht, eine Partei der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit, des friedlichen Ausgleichs. Es ist ganz gut, wenn auch die nachwachsenden Generationen sich an einen guten und großen Deutschen erinnern, der für Frieden steht, der für Versöhnung steht und damit sozusagen den besten Teil der deutschen Geschichte personifiziert. Das ist die Aufgabe des Lübecker Hauses, an Willy Brandt zu erinnern, und ich wünsche ihm, dass ihm das in vielfältiger Weise gelingt.